Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Genau, wie ihr wahrscheinlich im Titel entlesen konntet, sind wir jetzt ein Jahr auf YouTube. Ein Jahr, stellt euch das mal vor, ein Jahr. Und wir haben in diesem Jahr so viel erlebt. Genau, und das wollen wir euch mal alles vorstellen. Genau, ein schöner Jahresrückblick. Und das, was wir erlebt haben, haben wir euch zu verdanken da draußen und dass ihr immer fleißig unsere Videos guckt, uns treu bleibt, die uns abonniert haben, uns Kommentare schreibt. Das ist nicht selbstverständlich. Für uns auf Dankeschön jeden Fall. Dafür. Ihr seid die Besten. Und ich fass nicht, wir sind schon über 400 Abos und wer weiß, bis zu diesem Video, vielleicht knacken wir auf die 500. Wenn ich es auch nicht stimme. Genau, weil wenn dieses Video online kommt, sind wir gerade unterwegs. Auf unserer Freizeitparktour. Wir wären aktuell im Heidepark Soltau. Genau. Also, deswegen haben wir das Video vorgedreht. Bitte nicht böse sein. Wir sind ehrlich zu euch. Genau. Ja, vor einem Jahr hat alles begonnen. Hier auf dieser Couch sogar. Genau. Wenn euch, apropos, bevor alles anfängt, wenn euch das Video so langweilig wird, könnt ihr auch gerne abschalten, weil es wird nur viel Gelaber und ein paar Eindrücke geben. Ja, genau. Es wird jetzt nichts Actionhaftes kommen, aber ja, vielleicht bleibt dran, weil wir das für euch gemacht haben und ihr die Besten seid. Also schießt los an das Video. Genau. Hier auf der Couch hat alles begonnen. Genau. Und ab hier hat es dann angefangen. Unsere schöne Reise mit euch. Genau, auf dem schönen YouTube. Genau. Dann haben wir eine Roomtour gemacht und euch unsere Wohnung gezeigt, in der sich bis jetzt eigentlich nicht viel geändert hat oder eigentlich fast gar nichts. Ja, ihr kennt ja unsere Wohnung ein bisschen, seitdem haben wir unsere Wohnung nicht mehr, die Küche hat ein bisschen aktiviert und alles. In der das Bett manchmal nicht gemacht ist, gell? Genau, immer unter Klassiker. Dann kam unser allererster Vlog und zwar unser Europapark-Vlog. Jo, wir fahren jetzt hier gerade mit dem EP-Express, das ist so ein Transportmittel, ein zuhender Zug auf einer Schiene. Magnetschiene, genau, geschlossener Zug. Und jetzt sind wir hier gerade, wie ihr sehen könnt, am Abenteuerland mit dieser Dschungelfloßfahrt. Die fahren wir nachher auch noch mit dem riesen See hier. Genau, unser erstes Mal, wo wir im Europapark unterwegs waren und in einem Freizeitpark für euch zusammen gevloggt haben. Und ich glaube, das war eine kleine Herausforderung für uns, denn also ich persönlich kannte mich gar nicht mit Technik aus und habe da angefangen, unsere Videos zu schneiden. Und jetzt seht ihr, was dabei rauskommt. Also wir werden tendenziell besser, aber es bestimmt bei noch nach oben Bedarf. Ich bin so stolz auf mich. Es soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich kannte mich gar nicht mit Technik aus. Ich bin ein absoluter Noob, was Technik angeht und Computer. Und jetzt schneide ich unsere Videos und es kommen immer so tolle Sachen dabei raus und tolle Erinnerungen für uns. Das ist alles auf Video, wird alles bei uns behalten. Wir haben alles auf der Festplatte und ja, es geht nicht so leicht verloren für Erinnerungen. Für euch online auf YouTube und für uns für immer in unserem Herzen und unserer Erinnerung. Dann waren wir in der Wilhelmer. Genau. Dann ging es weiter mit dem Streichelzoo in Kappel. Also es sind ziemlich alte Videos auf unserem Kanal. Wo wir auch eine kleine Challenge gemacht haben. Unsere allererste Challenge. Die mit dem kalten Wasserbad. Oh. Oh, jetzt geht's wieder alles weg. Raus oder rein? Raus. Okay. Ja oder nein? Nein. Noch weiter. Oho, oho. Bam. Dann ging es weiter ins Disneyland Paris. Ein super, super schönes Erlebnis für uns. So, mittlerweile im Park angekommen. Fahrradkarussell. Gleich was schönes Kettenkarussell. Pferdekarussell. Wir hatten einige Pferde. Und schade, dass wir am Anfang unseres YouTube-Kanals dort standen. Ja. Sonst wären die Videos wahrscheinlich echt anders, hochwertiger geworden, aber es ist so. Aber es gehört halt dazu. Und wir müssen sagen, es war ein traumhafter Urlaub für uns. Ja. Es ist ein sehr teurer Urlaub gewesen für uns, sagen wir es auch so, sind wir ehrlich. Aber es war ein schönes Erlebnis, auch wenn der Park voll war, einmal das Disneyland Paris zu besuchen. Es war alles weit vor Corona. Ja, mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir letztes Jahr da waren und nicht erst dieses Jahr hingegangen wären, weil mit Mundschutz den ganzen Tag, also ich würde das nicht wollen, vor allem bei den Temperaturen, die jetzt herrschen,
35, 37 Grad, nee, also. Genau, also es war echt 3 Tage unglaublich schön, waren es. Echt schön. Dann kamen ein paar Challenges von uns und dann kam auch schon Weihnachten. Ja, unser erstes Weihnachten hier auf YouTube sozusagen mit euch zusammen. Unsere Wohnung dekoriert. Haben unsere Wohnung dekoriert. Dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund und auf dem Kranger Weihnachtszauber mit dem lieben Jan. Das ist das erste Mal für uns auf dem Kranger. Wir zeigen euch mal kurz ein paar schöne Sachen, schöne Erinnerungen mit dem Jan. So Leute, dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Wir sind... Und sind wir? Island, Wir werden Haare gerichtet, hier wird noch ein schönes Sprite getrunken. Ja. Was ist die Cola schon mal gesagt? Oh mein Gott, ich schwimme nicht. Deswegen habe ich kein Klima gesoffen hier. Ja, danke nochmal an Jan für diese schönen Momente. War klasse. Und die Fahrt auf den Jupiter war gut. Ja. Und ja, dann kam unser erstes Q&A, was jeden ersten im Monat jetzt kommt. Also immer wieder ein neues Q&A. Und ab jetzt wird es kein Q&A mehr am ersten im Monat geben. Aus September, sondern, haben wir gesagt, oder? Nee, im September gibt es schon was Neues. Und zwar... Was wird es geben? Achso, im September machen wir noch einmal und danach gibt es nicht mehr. Genau, im September machen wir noch eins. Tut uns leid, das hat sich ein bisschen verpeilt. Und zwar wird es ab 1. Oktober verschiedene Videos geben. Und zwar wird es immer ein Video geben von zum Beispiel 2 Achterbahnen, also 2 On-Rides oder 3 On-Rides, die ich zusammenschneide zu einem On-Ride. Genau. Lasst euch überraschen. Und ihr könnt dann einfach relaxen zuschauen oder mitraten, um welche Achterbahn es sich denn handeln wird. Genau. Und irgendwann dann wird auf unserem Kanal auf jeden Fall noch sowas kommen wie ein Freizeitpark, alle On-Rides und dann ein On-Ride draus machen. Das ist unser Plan. Wird ein bisschen creepy wahrscheinlich. Es wird creepy, aber es wird, also ich glaube, es wird ganz cool. Genau. Genau. Dann waren wir im Europapark überm im Weihnachtszauber, also Das erste Mal für YouTube bei uns, auch für das erste Mal für YouTube waren wir dort. Genau. Sonst waren wir schon öfters dort. Für Vanessa war es das erste Mal. Ja, nee. Keine Ahnung. War es schon? Mit der Rebecca war das. Genau, da können wir euch jetzt mal auch ein paar Sachen einblenden. Wo sind wir 2-3 Mal Poseidon gefahren? Wo sind wir drauf? Was? Poseidon! Oh, Poseidon! Der erste Splash haben wir hinter uns. Und der zweite kommt jetzt. Genau, der da hinten. Oh mein Gott! Wow! 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 Fische abknallen! Ja. Auf geht's! Danke auch an dich, Rebecca, für die schönen Momente. War geil. Und Poseidon im Winter war nass. Dann kam Silvester und unser Berlin-Urlaub. Und es war einer der schönsten Urlaube, die wir bis jetzt hatten, für mich. Der Berlin-Vlog XXL, ja. Genau. XXL Berlin-Vlog und das zweite Q&A im Berlin-Special vor den Sehenswürdigkeiten, was ich auch mega cool fand. Dann, Leute, ging es in den Europapark und wir haben Leute kennengelernt. Und zwar haben wir zwei ganz liebe, nette Leute kennengelernt. Und zwar Chris und Mareike vom Kanal Chris und Mareike Vloggen. Und hatten mit ihnen einen wunderschönen Tag im Europapark. Genau. Auch während der Weihnachtszeit, glaube ich, noch. Genau, und wie wir sie dort kennengelernt haben an dem Tag, das erste Mal, wo wir sie kennengelernt haben, zeigen wir euch jetzt. So, schaut mal, wer da ist. Hallo. Chris und Mareike ist auch am Start. Und der Tag kann anfangen. Ja, kann anfangen. In dem Sinne, wohin gehen wir als erstes? Wir schauen mal. Insider. Vielleicht haben wir das Hongkong-Poster vielleicht. Ja, also, dann schauen wir einfach mal. Gell? Schauen wir mal. Auf einen geilen Tag. So, sind jetzt Abenteuer Atlantis gefahren. Wer von euch hat wie viele Punkte? 66.000, leider nur. 115.000. Okay, und du? 98.000. 250.000. Danke euch nochmal für den wunderschönen Tag.
Kanal unten auch in der Videobeschreibung. Schaut mal gerne vorbei. Genau. Zwei coole Typen und Typinnen. Ich krieg's nie. Dann waren wir in der Wintersaison im Efteling, was auch super, super, super schön war. Efteling im Winter lohnt sich total. Und bei der Wassershow Aquanura haben wir ein bisschen Wasser ins Gesicht abbekommen. Oh ja. Also da wäre lieber Sommer gewesen. Und, es war kalt, meine Hände sind fast abgefroren. Und dann kam etwas Neues im Europapark. Beziehungsweise nicht immer Europapark. Am 28. November. Wisst ihr, was da passiert ist nochmal? Genau, da ist er, der kleine Snorri. Rolantica hat eröffnet. Und wir haben es dann einige Wochen später getestet, glaube ich. Ja. Ja, und da hatten wir noch eine Actioncam, also vor der GoPro. Genau. Deswegen war die Qualität dann auch nicht so ganz toll. Aber es war in Ordnung. Mittlerweile sind die Aufnahmen im Rolantica nicht mehr gestattet. Genau. Aber dadurch, dass das Video vor dem gedreht worden ist, denke ich mal, geht es in Ordnung. Ja. Und ich würde sagen, einfach ein paar schöne Eindrücke aus diesem wunderschönen Wasserpark, den der Europapark auf die Beine gezaubert hat, würdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß. Jawohl, jetzt sind wir wieder aus der Welt von Snorri zurück. Genau. Dann ging es weiter und wir haben eine neue Person kennengelernt. Und zwar waren wir im Wildparadies in Tripsdrill. Das erste mit Mal. Mit dem lieben Epitome! Jetzt kommt er. Jetzt hast du es angefangen. Ja. Mönch, Tobi. Ja, du warst zuerst dran, ne? Aua, aua. EP Tobi! Der liebe Tobi, der uns wirklich begleitet hat, dem wir wirklich sehr ins Herz geschlossen haben. Tobi ist ein sehr, sehr guter Freund von uns geworden. Genau. Und wir sind dankbar, dass du dich kennst. Privat machen und alles. Und danke, dass es dich in unserem Leben gibt. Danke. Ja. Oh, ich habe Tränen in den Augen. Das ist so schön. So nein, allgemein, wir sagen nachher noch was dazu. Alles gut. Dann kam der Valentinstag, der auch wunderschön war. Wir waren dort in Konstanz, genau. Genau. Dann waren wir in den Triberger Wasserfällen, was auch sehr schön war. Ein kurzer, kleiner Vlog. Dann kam die Pre-Season im Toverland mit Christian Mareike, was auch ein sehr schöner Tag war. Genau. Ja. Da hat Chris uns gestanden, dass Slush Poppies nach Seife und Waschmittel schmecken. Im Tor, ja. So, Mareike, was gönnen wir uns? Ein Slush. Gönnt euch, ja. Ja, Prost. Oh, voll geil. Aber voll süß. Und dass die nach Waschmittel schmecken, ne? Also ich finde Slush Poppy, die Marke, schmeckt nach Seife und Waschmittel. Beim Phoenix Shop. Genau. Dann ging es ab in den Allwetter zum Münster mit Chris und Mareike. Genau, hat auch Spaß gemacht. Genau. Und dann kam Corona, liebe Leute. Dann kam Corona. Wir wollten und unsere Freizeitparktour. So viel geändert. So, wir wollten eine Freizeitparktour machen. Was wollten wir machen? Wir wollten im Ostern eine Tour planen. Genau. Italien. Und dann ist es in Italien ausgebrochen. Das Coronavirus, haben wir uns gesagt, okay, dann verschieben wir das auf Deutschland. Wurde dann auch Lockdown ausgestattet. Freizeitparks ging nicht auf, weil die Saison noch nicht eröffnet hat. Wir haben uns halt vorgebereitet und dann hieß es so und so, haben Tickets gekauft und bumm, Lockdown. Alles war zu, wir mussten durch eine harte Zeit durch, ja. Wir alle. Aber dann irgendwann machten die Freizeitparks wieder auf. Genau. Im Mai war das, glaube ich, wieder. Mai, doch, 28. oder Ende Mai, Mai, Juni. Doch, ja, Mai, glaube ich. Hat der Europapark wieder aufgemacht und wir sind dorthin gegangen. Mai. Ja, aber zuerst kam noch unser Best-of. Oh, unser Best-of. Von dieser Saison. Genau. Von der Freizeitparksaison. Und dann hat eine neue Ära für uns begonnen, und zwar die Daily Vlogs. Die haben während Corona angefangen. Davor gab es die nicht. Und mittlerweile mittlerweile haben wir ganz, ganz viele Daily Vlogs schon auf unserem Kanal. Wenn euch die Daily Vlogs gefallen, schreibt es mal unten in die Kommentare, würde uns mal einfach interessieren. Genau. Oder was ihr euch sonst noch von uns wünscht. Genau. Dann kam mein Geburtstag, der leider auch in Corona-Zeiten gefallen ist. Das hat mir, glaube ich, da was ganz Schönes gemacht. Aber natürlich war es auch schön zu grillen. Und dann kam Ostern und das erste Mal Eier färben. Und jetzt, ich hatte schon oft Eier gefärbt in meinem Leben, aber das erste Mal so auf YouTube. Ja, zusammen. Und
Und der Tisch sieht immer noch super aus. Der Tisch hat jetzt noch Farbe von Ostern. Geht gar nicht mehr raus. Genau, dann kam das Q&A-Special im Gegenteil. Modus, ja. Modus, ja. Weil ihr wisst, was ich meine. War auch ganz cool. Dann haben wir unser Kräuterbeet angelegt und haben euch dabei mitgenommen, was mittlerweile so aussieht. Also es ist schon mega viel gewachsen. Ja, ja? Extrem. Also ich finde es mega gut. Dann ein neuer Freizeitpark für uns. Unsere Saison hat damit wirklich angefangen mit der Wildhof-Freizeitpark Allensbach. Was ein super, super schönes Video geworden ist. Unser erster Freizeitpark, der nachdem Corona aufgemacht hat. Genau. Und gleich ein neuer. Saison 2020/21. Genau. Dann waren wir in Tasmania. Sind aber leider nichts gefahren. Die Fahrgeschäfte hatten, glaube ich, zu. Ja, die Fahrgeschäfte hatten zu. Wir haben euch nur den Park gezeigt. Genau. Und was man da so erleben könnte. Genau, die müssen wir aber auch noch counten. Das heißt, irgendwann wird in der nächsten Zeit, in diesem Jahr vielleicht noch ein Video aus dem schönen Tasmania kommen. Ein Vlog mit Attraktion. Genau. Und dann unser Saisonstart. Unser allererster Saisonstart, den wir in einem Freizeitpark miterlebt haben. Und zwar im Europapark. Europapark. Und wer war dabei? Wir haben so tolle Leute kennengelernt. Der Moritz Salk vom YouTube-Kanal Moritz Salk. Sein Bruder. Sein Bruder, der Mika. Dann Großer Luca. Und dann, was haben Hallo wir? Moritz. Hallo Moritz. Hallo Moritz, ja. Das war schon. Ja, einer unserer treuesten Zuschauer. Ja. Danke dafür. Der Moritz. Er kommentiert jedes Video, was auch für uns nicht selbstverständlich ist. Danke dafür nochmal, Moritz. Danke dafür. Und von diesem Eröffnungstag noch einige schöne Ausschnitte. Viel Spaß dabei. Du musst dich auch mit drauf. Ja, komm mit. Du gehörst dazu heute. So, die Tore haben jetzt geöffnet. Und wir sind langsam hier Richtung Haupteingang laufen. Hallo. Hoffst du Lukas auch noch? Moritz auch am Start. Hallo. Und? Luca. Hallo, Luca habe ich schon gezeigt. Einmal zeigen. Und da ist der andere Moritz. Also wir. Genau. Auch davor, bloß wir müssen Abstände einhalten. Genau. Desinfektion, halt Hände in der Wäsche, Hände in der Wäsche regelmäßig. Wir wollen uns bei Moritz bedanken, bei Mika, seinem Bruder, bei Luca, Luca. Hallo Moritz, die uns heute fleißig begleitet haben. Dann haben wir unsere Familie mit ins Boot reingenommen, beziehungsweise die liebe Jackie und die liebe Maxi. Und haben etwas ganz Tolles erlebt. Und zwar haben wir im Baumhaus übernachtet in Tripsdrill. Zu ihrem Geburtstag. Sie wusste nichts davon. Genau. Und, und wir zeigen euch jetzt mal, wie sie damals reagiert hat. Genau, schaut einfach mal rein und seid gespannt. Also. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Der Moment der Wahrheit ist jetzt gekommen. Ihr seht, wo wir sind. So, Jackie. Dein Geburtstagsgeschenk von uns allen drei. Alles Gute. Alles Gute. Nochmal. Wir ablehnen. Das ist ein Teil der Überraschung. Und? Tada. So, wo sind wir? Ja, wo sind wir? Wir übernachten heute in einem Baumhaus. In Tripsdrill, wir sind zwei Tage da. Wir sind hier im Tripsdrill? Ja. Echt jetzt? Ja, wir übernachten in so einem Baumhaus. Ja. Wir übernachten in so einem Baumhaus. Wir sind zwei Tage jetzt im Park plus Wildparadies, ja? Ach, ich hab nichts gerafft. Ich hab mich zweimal verplappert. Abstand halten, Bärenlänge. Alter, als ob wir in dem Baumhaus übernachten. Ja, das übernachten. Ich wusste nicht mal, dass du in dem Tripsdrill übernachten kannst. Siehst du, ich weiß doch! Sogar Fußbodenheizung hat es da drin. Hast du auch WLAN? Ja, wir haben WLAN im Baumhaus. Wir haben WLAN im Baumhaus. Also, Alter, voll geil. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Grüß geil. Ein sehr, sehr schöner Moment war das auf jeden Fall. Und ja, dann ging es weiter zum Traumland auf der Bärenhöhle. Auch ein kleiner neuer Freizeitpark, den wir gemeinsam mit Tobi erlebt haben, den Tag. Genau, war auch super, super schön. Vor allem das Highlight dort, ein Riesenrad. Ja, Mann. Davon könnt ihr jetzt noch ein paar Ausdrücke sehen von oben. Eindrücke. Ich kann mich alleine drehen, was Thank you.
haben wir wieder zwei neue tolle Leute kennengelernt. Wieder zwei. Zwar, ihr merkt es, dass wir so viele Leute durch YouTube kennengelernt das haben. Das ist so krass. Und danke, danke, danke an euch. Wen haben wir denn kennengelernt? Auf jeden Fall ist heute der liebe Jenny und der liebe Andi dabei. Tada! Genau. Vom Kanal PackTube auf YouTube. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon. Und die werden uns heute wieder begleiten. Ja, das werden wir mal machen. Genau, jetzt werden wir mal sehen, was uns so das Turmland bringt. Und wir sagen, viel Freude und Zauberei. Und ja, gute Laune. Und Sonnenschein. Ja, das Wetter passt. Sonnenstiche. Sonnenbrand. Ja, man kommt lieber nicht. Panal PackTube. Panal. Verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den EP-Tobi und alle anderen, wo wir erwähnt haben. Genau. Könnt ihr alle unten finden, YouTube wie Instagram-Kanal. Mit Andi und Jenny waren wir im Toverland. Wir waren im Efteling. Mittlerweile waren wir sogar im Europapark diese Woche. Letzte Woche? Mit letzte Woche. Also, da wird wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ihr werdet schon das Video gesehen haben. Nee, ihr werdet das Video, glaube ich, jetzt am Mittwoch sehen. Also und voll verpeilt, wenn ihr das Video guckt. Achso, nein, das ist ja der 18. Ach, egal. Also ihr werdet das, ihr entweder habt das Video gesehen und ihr werdet das noch sehen. Dann haben wir noch jemanden tollen kennengelernt, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich diese Person kenne, und zwar der liebe Yannick. So, es hat jetzt, oh nein, ich, guck hier. Jetzt kannst du mal Peace zeigen. Hey. Ja, Yannick Bossert. Genau, der Yannick ist so ein lieber Mensch. Herzenstreuer, guter Mensch einfach. Den wir dann auch schon am Kolosseobogen getroffen haben. Als mit wir vielen, mit vielen André anderen. Und Olli, die auch sehr, sehr wichtig sind in dieser Geschichte. Wir haben kein Video mit denen, deswegen hätten wir sie, glaube ich, jetzt vergessen, aber dürfen wir nicht. Denn sie sind André und Olli, ihr seid uns auch sehr ans Herzen gewachsen, genau. Obwohl wir keine schönen Momente mit euch haben. Aber vielleicht haben wir ein, also zwei wir Bilder. Wir haben schöne Momente mit euch, aber nicht in einem YouTube-Video, so weit. Vielleicht haben wir ein, zwei Bilder, wo wir jetzt hier einblenden können. So, wir sind jetzt Donnerbiken gefahren. Guck mal, wen wir getroffen haben. Ja? Hallo. Hi. Hallo. Das ist meine Kamera. Hallo, lieber André und lieber Olli. Wie aussehen hier. Genau. Und ihr seid Fotosafari machen. Nein, wir sind Vlog. Ja. Vlog. Also schaut auf jeden Fall vom Audio in den Vlog Nummer 2. Vlog Nummer 2. Oder doch nur einer, ich weiß es noch nicht. Okay. Wir sind echt froh, euch zu kennen. Dankeschön, dass ihr auch in unserem Leben sein dürft. Genau. Genauso wie Elena und Fabi vom Kanal Amusement View. Genau. Auch euch haben wir kennengelernt. Genauso wie Europapark Papa oder Park Papa, wie er sich jetzt nennt. Und es war alles und durch EP-Gostarin. Durch André und Olli. Also Duise und Olli. Na, Papa und so kennen wir auch so. Ja, also kennen wir auch so. Aber an dem Tag haben wir zum Beispiel Elena und Fabi kennengelernt. Wären wir nicht, hätten wir uns nicht mit Olli und André verabredet, dann hätten wir euch alle nicht gesehen. Dann kam etwas Neues. Eine neue Achterbahn. Eine einzigartige. Genau. Ein Prototyp. Ein Suspended Thrill Coaster. Genau. Im schönen Tripstrail von Vekoma. Und der Tag der Eröffnung waren wir nicht da. Am offiziellen Tag der Eröffnung da mit dem lieben Tobi und dem Luca und dem Brian. Und wir haben Team Park Hunter getroffen. Team Park Hunter. Ein anderer YouTuber, den wir auch unten verlinken können. Den Hunty und sein Freund, der dabei war. Genau. Sein Kumpel. Dann waren wir im Holiday Park und haben den neuen Dino Splash gesehen. Auch mit dem lieben Tobi. Erlebt. Genau, auch mit Tobi. Also Tobi ist oft dabei. Ja. Dann waren wir im Schwabenpark das erste Mal mit Jackie und Maxi. Ja, auch ein neuer Park für diesen Kanal. Für uns war es auch ein neuer Park. Und dann kam Philipps Geburtstag. Einer der besten Momente hier auf unserem Kanal. Einer der emotionalsten Momente. Da oben war Vanessa die Übernachtung fürs El Andalus geschenkt hat. Ich glaube, wir zeigen euch den Moment noch. Diesen Moment oben auf dem Aussichtsturm, wo sie uns das Geschenk, mir das Geschenk gebracht. Schaut euch einfach selber an. Wir zwei. Ja. Werden am 25. Juli. Also diesen Monat noch, ja. El Andalus übernachten. Ganz echt? Ja. So geil. Danke. Das ist geil. Das ist so geil.
Bestes Geschenk ever. Bestes Geschenk ever. Ich meine, das ist einer der besten Geschenke, die ich jemals gekriegt habe in meinem Leben jetzt. Und das von dir. So schön, die Überraschung ist echt geglückt. Und nur noch an diesem schönen Ort. Oh, ist das schön. Im El Andalus übernachten, einen Tag. Ja. Cool. Zweimal Europa Park. Oder einmal Roland, je nachdem. Wie schön, wie schön. Dankeschön. Und Wunsch auch. Es war der absolute Wahnsinn, diese Überreichung vom Geschenk. Ich habe mich so gefreut. Überragend, so wie ich immer sage. Und ja, dann waren wir auch in dem Europapark-Wochenende, haben auch viele Leute kennengelernt. Alina. Costa Luca war nochmal dabei. Genau. Dann der liebe Manuel und der liebe Jan aus Berlin. Ja. Wir haben Leute aus Berlin kennengelernt. Die wir jetzt noch sehr, sehr gut befreundet sind. Und wie hat John F. Kennedy damals gesagt, ich bin ein Berliner. Und da sind sie wieder. Ah ja, ja, ich mach ja schon. Ja, mach hier. Und dieses Wochenende war echt super mit euch. Danke. Und die liebe Lisa. Oh mein Gott. Alles voll aus Lack in die Fresse. Feuchtfröhlich, feuchtfröhlich. Überragend. EP. Gosserin. Aber die haben wir davor schon gesehen, am Kolosseobogen. Genau, aber mit ihr haben wir auch einen Tag verbracht. Das muss man auch erwähnen. Wir haben sogar ein Online-Foto von Arthur mit ihr. Auf Arthur. Ja, genau. Wir sind so Leute, wir machen immer Online-Fotos mit irgendwelchen Leuten, die wir kennenlernen, um aus Erinnerung zu sammeln. Genau. Ja, und dann ging es an den Bodensee mit Jackie und Maxi. Tretboot fahren. So, wir sind jetzt auf dem Boot. Los geht's. Capitano Captain Iglo. Mrs. Matthias. Aha. Und Hering. Frau Lachs und ich bin Herr Krebs. Und dann kam wieder etwas Neues in den Freizeitparks und zwar kam dann 28. Juli 2020. Was ist das wohl? Piraten in Batavia. Genau. Wir waren leider später da, aber wir haben es trotzdem erlebt und es ist ein super schöner Dark Ride geworden. Um nicht zu viel zu spoilern, zeigen wir es euch jetzt auch nicht. Also, wenn ihr wollt, dann schaut, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, dann könnt ihr auch gerne unser Video anschauen zu Piraten in Batavia. Hier oben lassen wir es einblenden. Genau. Ansonsten lasst euch nicht spoilern, es lohnt sich, wenn ihr euch nicht spoilern lässt. Ich sag's euch, es lohnt sich. Dann sind wir noch mehr da. Dann sind wir die letzte Fahrt des Tages mit Elena und Fabi gefahren und mit dem Freizeitpark-Duo, das wir auch kennengelernt haben, mit Jackie und Jan. Genau. Und dann kamen Andy und Jenny wieder in den Europa-Park. Und der Andi hat so toll reagiert auf Piraten Batavia. Es war ein sehr schöner, emotionaler Moment. Genau, da haben wir leider kein Video stehen, weil ich das nicht gefilmt habe. Nee, aber es sind seine Video. Also schaut einfach mal gerne auf Parktube vorbei, dann könnt ihr sehen wieder. Ja, genau. Und jetzt geht die Geschichte weiter mit unserer Freizeitparktour. Ihr werdet ganz viele tolle neue Videos sehen. Aus verschiedenen Freizeitparks, wo wir noch nicht waren. Ja. Seid echt gespannt. Wir hoffen, wir können euch guten Content liefern weiterhin. Ja, das wäre so unser Jahr vom 18.08.2019 bis zum 18.08. heute 2020 auf YouTube gewesen. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Was wir noch sagen wollen, ja? Danke. Danke. Einfach nur danke. Wir haben uns viel gelabert. Danke. Ja, dafür, dass ihr Videos schaut. Dafür, dass ihr uns Likes gibt. Dafür es auch Dislikes gibt. Ja. Auch dafür. Weil das macht uns genauso stark wie Likes, wisst ihr? Und diese Likes sind nicht das Einzige auf YouTube, weil das auf YouTube ist, dass ihr gut unterhalten werdet und dass wir menschlich bleiben. Ja. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Ja. Für uns ist es wichtig, dass wir so bleiben, wie wir sind. Und wir werden uns nicht verändern, egal ob wir
100 Abonnenten haben, ein Abonnenten haben oder 1 Million, das ist kackegal. Das ist wichtig, wir dass ihr das wisst. So wie wir sind und wir bleiben so. Ja, wahrscheinlich, das ist eigentlich auch kack im Video. Wahrscheinlich werden jetzt auch nicht viele mehr diese Stelle sehen, weil viele abgeschalten haben. Genau. Was wir noch sagen wollen, einfach nur danke. Danke dafür, dass ihr da wart und dieses Jahr mit uns begleitet habt. Und wir hoffen auf ein nächstes geiles Jahr. Wir versuchen unser Bestes, euch zu unterhalten und noch mehr gute Videos zu liefern. Ja, ich könnte jetzt schon wieder weinen, weil ich finde es so schön, was wir alles jetzt erlebt haben, wen wir alles kennengelernt haben. Hoffentlich tun wir noch viel mehr Leute kennenlernen. Vielleicht auch dich da draußen tun wir kennenlernen, wo dieses Video schaut. Und wir haben den Markus kennengelernt. Den Markus haben wir noch kennengelernt, bevor wir es vergessen. Und die Selina mit ihrer Familie. Ja, stimmt. Die wohnen sogar bei der Nähe bei uns. Ach, wir haben so viele Leute kennengelernt. Genau, wie gesagt, wenn du da draußen uns auch kennenlernen willst, melde dich einfach bei Instagram oder Facebook bei uns. Vielleicht gehen wir zusammen, vielleicht gehen wir zusammen in den Freizeitpark. Warum nicht? Da können wir uns Leidenschaft teilen. Und wir sind echt, echt ganz nette Leute. Wir sind keine bösen Menschen. Macht euch ein eigenes Bild über die Leute, finden wir immer. Das ist wichtig und tut sie nicht darstellen, als ob es böse Menschen wären. Genau. Weil das ist das Wichtigste im Leben. Ein eigenes Bild über Leute machen. Und wenn ihr sie nicht sympathisch findet, die Leute, die ihr kennengelernt habt, dann lasst es. Und wenn ihr sie sympathisch findet, dann macht mit denen was oder lasst es euch überlassen. Ist euch überlassen. Genau. Ja? Das ist wichtig. Und jetzt ist auch genug Gelaber für heute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben. Oder nach unten. Ist auch egal. Wenn ihr uns weiter begleiten wollt, vielleicht bis aufs komplette nächste Jahr, lasst gerne ein Abo da. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren. Ding, ding, ding. Und ich würde sagen, genug um den heißen Brei gelabert. Wir sagen nochmal richtig Danke. Danke. Danke von an euch. Herzen. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal und liebe Grüße, euer Dream Team. Macht's gut. Ciao. Ciao.